Ich sitze jetzt mit der Anja zusammen hier und wir haben uns überlegt, dass wir ein kleines Interview machen über Bali und die Zeit, die wir hier zusammen auf Bali verbracht haben. Und dann starten wir einfach mal. Unsere Bali-Route war, dass wir, also ich habe ja in Kuta angefangen, war dann alleine in Nusa Dua und Uluwatu. Und dann bin ich nach Ubud und die Anja ist nach Ubud nachgekommen für ein paar Tage. Dann sind wir hoch nach Amet und haben da Tauchen gemacht und sind dann wieder für ein paar Tage nach Ubud. Und danach dann runter nach Canggu. Turbulent, würde ich sagen. Erstmal wegen Nebelverspätung waren wir eine Nacht in Dubai, mussten auch dann die Nacht da bleiben, was für mich ganz gut ausgegangen ist, weil ich war im 5-Sterne-Hotel Marriott untergebracht, das war ganz okay. Dann hat man mich umgebucht oder uns umgebucht nach Hongkong und in Hongkong dann das gleiche Problem, wieder den Anschlussflug nicht bekommen. Also eine Nacht in Hongkong, schön mit dem Bus durch die Gegend gefahren. Ja, und dann von Hongkong aus letztlich nach Bali und ich war ganz froh, dass sie dann am 31. warst du da? Ja. Dass sie dann am 31. endlich da war, Weihnachten alleine verbracht und dann Gott sei Dank Silvester und meinen Geburtstag zusammen feiern. Als ich Fische gesehen habe, die so groß waren wie Bernardina. Also ich habe es nicht geglaubt. Also so riesig. Wochenwasser? Und mit einer Nase, die war so breit wie meine Handfläche und in türkis, lila, violett Farben und die haben uns einfach angeguckt und das war schon ziemlich atemberaubend, wenn man das so unter Wasser sagen kann, aber ja. Ja, ja, schon. Ich finde schon. Also landschaftlich traumhaft, die Menschen sind entspannt und ja, also von der Vegetation her und so würde ich das auch sagen, Bali ist wunderschön. Ja. Aber ja, Bali hat auch Schattenseiten, also dieses Bali-Belly, also krankheitsmäßig, dass man dann manchmal mehr Zeit auf Toilette verbringt als woanders. Also gerade Ubud war echt irgendwie nur Toilette. Also Ubud erst ganz schön, aber Ubud war für uns irgendwie nicht so positiv. Also und passt auf, wenn ihr eine Massage macht, lasst euch keine Kopfmassage geben, ja? Wirklich nicht. Also Kopfmassage auf Bali kann sehr gefährlich sein. Ich erspreche da aus Erfahrung. Ja, wir waren im Spa und Uschi hier sitzt neben mir auf dem Stuhl und kriegt ihre Kopfmassage und sagt irgendwann, nee, ich brauche eine Pause, ich glaube mir ist schlecht und ich sehe, die so kalt weiß ist. Und steht sie auf und will zur Toilette gehen und fällt in Ohnmacht. Klatscht so gegen so eine Wand, dass der guckt so war und läuft blau an. Kann zum Kreislaufkollapsen führen. Ja, definitiv. Und das war somit für mich das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Und das möchte ich keinem empfehlen. Obwohl es eigentlich schön war. Also ich habe geträumt, gedacht, ich wäre im Bett am Schlafen. Bis ich dann halt nackt da auf dem Boden lag, mit 20 Leuten umringt. War nicht mehr so geil. Nee. Mama, Papa, mir geht's gut übrigens. Ja, ist alles okay. Ausgegeben 1090 Euro mit Privattauchlehrer und das muss man einfach auch mitzählen. Ja, bei mir waren es für 26 Tage 1500 und wir haben nicht gespart. Also wir sind schon immer mit Uber gefahren, wenn es ging, aber in manchen Orten hat man Schwierigkeiten hier auf Bali mit Uber zu fahren. Dann muss man hier Privattaxis nehmen. Aber es ist halt gut, Fahrernamen zu behalten, die halt einen günstigen Preis haben, die dann einfach anzurufen, mit denen zu fahren. Ich bin in die SOS International Klinik gegangen in Kuta und da kann ich nur positiv berichten. Also der Arzt war super, der hat mir alles aufgemalt, wie das Ohr funktioniert, was da, wieso, weshalb, warum gerade schief läuft. Ich habe sofort die Medikamente mitbekommen und habe dafür jetzt auch nicht Unmengen an Geld bezahlt. Ich glaube umgerechnet 80-90 Euro. Gut, dass ich eine Reiseversicherung habe. Ich reiche das dann einfach ein zu Hause und komme das wieder. Aber ja, kann ich nur empfehlen. SOS International. Ja. Das war Bali, ne? Ja. Super. Ja. Ansonsten werdet ihr jetzt hier noch ein paar Eindrücke von Bali sehen, auch wo Anja noch nicht mit dabei war. Und dann wünschen wir euch beide viel Spaß dabei und hoffen, dass euch das gefällt. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Könnt uns auch gerne abonnieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann!